Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. Neuer Arbeitstag, aber erstmal die Zeitung lesen. Blaine erklärt, ich dachte, sie wäre eine Selbstmordattentäterin. Was? Ach da, Thomas Blaine, Polizist im Ruhestand, schießt auf Schwangere. Ach so. Und er dachte, sie wäre eine Selbstmordattentäterin. Ah, okay, ja. Also wenn ich schwangere Frauen sehe, denke ich auch immer, dass die sind nicht schwanger, sondern die haben einen Gürtel halt, ne? Sprengstoffgürtel. Ich meine, wenn man schwanger ist, dann wird man doch nicht dick, oder? Das kann nur vom Gürtel sein, ja? Ach, ich bitte euch. Bürgermeister Wanchas, die Stadt hat kein Rassismusproblem. Nein, hat die nicht. Ich meine, im letzten Part ist nicht nur einfach ein Dunkelhäutiger ermordet worden von einem Rassisten. Oder ich soll alle meine dunkelhäutigen Angestellten kündigen, weil die sonst ermordet werden. Aber sonst gibt es kein Rassismusproblem. Nein, natürlich nicht. Wer geht denn da von Rassismusproblemen aus? Oh Mann. Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn. Especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're gonna kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Ooh, okay, das wird hart. Kendrick helfen? Oder uns weigern, ihnen zu helfen? Schwierige Entscheidung.
Ich meine, im Endeffekt hat er recht, er ist an allem selbst schuld. Er hätte ja niemals Machenschaften mit der Mafia machen sollen. Wenn er jetzt seine Verträge nicht einhalten kann, hat er halt Pech gehabt. Aber ich muss helfen, es tut mir leid. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals. And I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Oh, fuck, Leute. Jetzt im Endeffekt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob das eine gute Entscheidung war. Aber Davis ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Okay, was für ein Arsch. Ich kriege gerade echt schlimmes Sodbrennen. Wäre vermutlich besser, ich gehe nach Hause und lege mich hin. Komm aber morgen, Junge. Als ich gestern den Müll rausgebracht habe, bin ich aus Versehen in Giftsumach getreten. Heute Morgen fiel mir dann auf, dass meine Füße voller Blasen sind. Sieht nicht nach was Ernstem aus. Aber ich würde zur Sicherheit doch gerne zum Arzt gehen. Ja, aber kommen Sie morgen. Oh, fuck. Damit sind schon ein paar Leute raus. So, Musik lasse ich heute mal wieder sein, weil ich habe gemerkt, dass die Musik sowieso nicht den ganzen Part durchgeht. Und, es einfach laut ist. Anfragen an die Stadtverwaltung. Egal wie Sie persönlich zur Verwaltung der Stadt stehen, Ihr Polizeipräsidium hängt von Ihrer Gnade ab. Um vernünftige Arbeitsbedingungen zu erhalten, müssen Sie dem Bürgermeister angemessene Anfragen vorlegen. Okay. Die Entscheidungen der Stadtverwaltung hängen davon ab, ob man dort mit ihrer Arbeit zufrieden ist oder nicht. Die Narren, die die Stadt lenken, können alles direkt ablehnen oder nur ein paar ihrer Anfragen durchwinken. Also bitten Sie nur um das, was Sie wirklich brauchen. Das würde ich eigentlich ganz gerne haben. Einen schwarzen Polizisten entlassen. Ihr könnt mich mal. Oh, wir haben heute leider nicht viele Kollegen da. Oh, wieder Eddie's Burger. Erregung öffentlichen Ärgernis. Jeden Morgen schläft ein dreckiger und nach Urin stinkender Obdachloser vor dem Café. Der Mann weigert sich wegzugehen und knurrt jeden an, der sich nähert, was die Kunden verängstigt. Okay, ich hoffe, dass die reichen. Das klingt jetzt nach keinem schweren Fall. Raub! Eine Zeugin hat von ihrem Fenster aus gesehen, wie ein bewaffneter Mann mit einem Damenstrumpf über den Kopf einen Alkoholladen in der Nähe betreten hat. Alles klar. Fuck, jetzt habe ich schon gleich keine Leute mehr. Ich bin ziemlich fucked heute. Heute wird kein guter Tag. Ein Hotdog-Verkäufer berichtet, er habe Elvis-Imitatoren auf dem Gehsteig miteinander kämpfen sehen. Sie fluchten auf Spanisch und schlagen mit Mikrofonständern aufeinander ein. Oh Gott, das sind meine letzten Cops. Oh Gott sei Dank. Geil, Leute. Geil. Stadtverwaltung, hier ist der wöchentliche Gehalt. Nice. Morgen läuft die Frist ab. Alter, ich will meine... Nein! Ich will es nicht! Ist mein voller Ernst.
Der Laden hat zwei Ausgänge, aus denen bereits einige Leute geflohen sind. Was? Der Räuber ist auf die Polizisten aufmerksam geworden und hat den Kassierer als Geisel genommen. Er hat eine Waffe auf den Kopf der Geisel gerichtet und ruft: Zieht euch zurück oder ich blase ihm seinen verdammten Kopf weg! Währenddessen schreit der Kassierer in einer unbekannten Sprache. Der Räuber wird sichtlich nervös. Nicht schießen, bitte, ich brauche nur das Geld. Ich werde mir ein wenig nehmen und verschwinden. Ich habe niemandem wehgetan. Der Kassierer beginnt zu weinen. Boah, Gott sei Dank. Was? Alles klar, und der Kassierer ist tot. Well fucking done. Das muss ich mir gleich angucken. Ich kann gerade nicht. Erstmal hier. Stadtzentrum. Bao Liang wurde eine antike chinesische Kette gestohlen, als sie auf dem Weg zum Pfandverleiher waren. Alles klar. Und los. Heute ist es heiß und die Leute gehen schwimmen. Letzte Woche sind 4 Leute an Freiburg Stränden ertrunken. Und die Presse war aufgewühlt. Bitte schicken Sie jemanden, der ein Auge drauf hat. Alles klar. Jack, dieses Jahr haben die Organisatoren der Goldenen Monsterjagd plötzlich die Regeln des alljährlichen Schießwettbewerbs geändert. Jetzt muss man in Teams anstatt einzeln antreten. Können Sie mir 2 Ihrer besten Schützen schicken? Ja, vielleicht kann ich das gleich machen. Ich kann das, glaube ich, nicht machen. Täter sein Kommen, was könnt ihr eigentlich? Pisser. Oh, fuck. Ja, ich weiß, aber ich muss warten, bis Kollegen da sind. Jetzt! Was, wie viele Leute wollen die denn? Zerstörung von Privateigentum. In der Ausstellung einer Kunstgalerie mit dem Titel Sex Operation verschaffte sich eine Truppe junger Leute in Skimasken Zutritt und hat begonnen, die Ausstellungsstücke zu zertrümmern und zu rufen, wir brauchen solchen Mist unserer Stadt nicht. Alle Leute hin! Es tut mir leid, aber ich kann dir wahrscheinlich keine 2 meiner Schützen geben. Ah, der Raub hat begonnen. Okay, ah, Moment, ich kann ja schon mal... Ah nein, jetzt kann ich nicht mehr. Komm, ich schick dir gerade die beiden rüber. Oh, wenn da jetzt aber ein richtiger Fall reingeht, bin ich ziemlich im Arsch. Oh. Ihr könnt alle gar nichts. Wirklich, die Leute bei mir im Team sind alle so behindert. Genau da wollte ich hin. Mrs. Liang, ich und mein Mann sind in schwierigen finanziellen Situationen gerade und ich wollte eine antike chinesische Halskette verpfänden, die schon seit Jahrhunderten in meiner Familie vererbt wird. Als ich damit auf dem Weg zum Pfandverleiher war, riss mir jemand meine Tasche von den Schultern und rannte weg. Ich konnte nicht schnell genug reagieren, um irgendetwas zu tun. Nicht mal schreien. Der Täter fuhr ein Motorrad. Er fuhr die Straße runter, griff sich die Tasche und kam damit. Ich habe versucht, hinter ihm herzurennen, aber ich konnte nicht mal sehen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er hatte so eine Jacke an, wie die anderen Biker, die an den Kreuzungen rumhängen. Das war auf keinen Fall ein Biker aus der Gegend. Die sind kahlköpfig und haben Bärte, aber dieser Kerl sah asiatisch aus. Vermutlich Japaner oder Chinese. Ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen, nur wie er die Tasche gegriffen hat und weggefahren ist. Alles klar. Gut, Frau läuft. Mann kommt an. Nimmt sich die Tasche und fährt weg. Easy! Kuan Yin Ling, chinesische Einwanderin, vor kurzem der Universität verwiesen. Oh. Chinatown, Wohnheim. Scheiße, ich kann da niemanden hinschicken. Fuck! Oh Gott, erstmal das. Ein Wächter hat in seiner Raucherpause gesehen, wie ein Teenager Obszönitäten an die Gebäudewand schmierte. Ich habe die Ratte auf einen Baum gejagt, jetzt können sie übernehmen. Okay, schicke ich auf. Oh, ich bin so im Arsch, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich brauche 2 Polizisten, ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft, Boy, wir haben gewonnen. Dieser Ernest weiß wirklich eine Menge über Schießen, hat uns sogar 1 oder 2 Dinge beigebracht. Er hat uns auf seine Jagd eingeladen, um Sieg zu feiern. Also nehmen wir uns einen Tag frei, das haben wir verdient. Ach so, ihr nehmt euch jetzt einfach frei. Was für... Nein! Ach, verdammt, jetzt muss ich einen Tag warten. Oh, nein! Oh.
Wenigstens der Täter noch gefasst. Habt ihr gut gemacht. Oh, damn it. Sieht aus, als würde morgen ein langer Tag werden. Oder besser, der erste von vielen langen Tagen. Es passiert einfach viel zu viel gleichzeitig. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Oh. Shit. Oh. Ich bin mit dem Tag nicht zufrieden, Leute. Ich bin mit dem Tag überhaupt nicht zufrieden. Aber gut. Leute, das war ein neuer Arbeitstag, der nicht gerade gut geendet hat. Ich hatte einfach zu wenig Leute an dem Tag. Das war einfach ein Problem. Aber gut, ich kann da leider nichts gegen tun. Morgen ein neuer Tag. Hoffentlich kommen dann auch mal wieder mehr Leute zur Arbeit. Weil ich meine, die beiden, die heute halt Ausreden gesucht haben, die hatten schon ersichtliche Gründe. Ich meine, gut, das eine war Sodbrennen, das ist jetzt vielleicht nicht so Schlimmes, aber der andere, wenn er Blasen am Fuß hat, dann macht es auch keinen Sinn, ja. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Ich sage bis dahin, tschüss.